Ich glaube, wenn man einfach mal den Namen Robin Hood in den Raum wirft, dann macht es bei sehr vielen Apes aktuell Klick. Diese Aktie ist heute witzigerweise mehr als 20% in den Himmel geschossen. Was ist da los? Hängt das aktuell mit dem Hype von AMC Entertainment und GameStop und anderen Wall Street Bets Aktien zusammen? Oder hat das seine eigenen Gründe? Zudem werden wir die ganze Kritik rund um Robin Hood noch einmal kurz erläutern. Wir gucken, was da los war, denn wer hier investiert, der dürfte prinzipiell nicht in AMC Entertainment investieren, weil das einfach moralisch relativ kritisch anzusehen ist. Dazu im heutigen Video etwas mehr, eine etwas größere Analyse, ein etwas längeres Video. Ich hoffe, ihr habt Geduld, ihr habt Zeit an der Stelle. Aber erstmal moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Analyse hier auf diesem Kanal Trading Show. Auf der Suche nach einer heutigen extrem gigantischen Aktie habe ich mich durch sehr vielen einzelnen Wertpapieren durchgekämpft, bin dann letztendlich bei Robinhood gelandet und bei dieser Aktie musste ich ein bisschen winzeln, weil diese Aktie ist seit dem IPO mehr als 60% gefallen. Am heutigen Tag, wenn wir jetzt mal ein bisschen rauszoomen, sehen wir dann einen ganz kleinen Anstieg um mehr als 20%. Im Verhältnis ist das natürlich nichts, wenn man sich diesen riesigen Hügel anguckt. Aber trotzdem sollte man sich die Frage stellen, was denn jetzt am heutigen Tag eigentlich los war. Wieso diese Aktie um mehr als 20% gestiegen ist. Und die Geschichte hinter Robin Hood oder Robin Hood an sich ist wirklich extrem interessant. Wer also noch nicht Bescheid weiß, wie das da alles aufgebaut ist, der sollte definitiv in den kommenden Minuten aufpassen. Damals vor einem knappen Jahr gab es da wirklich extrem viel Kritik zu diesem Broker. Es ist ein Neo-Broker. Robinhood könnte man sozusagen als das amerikanische Trade Republic bezeichnen. Jedoch mit anderen Folgen und anderen Schwächen. Dazu jetzt mehr. Ich würde sagen, wir fangen direkt einfach mal an. Ihr kennt es wahrscheinlich von meinen alten Videos auch schon mal. Ich probiere immer einen gewissen Schwerpunkt in meinen Videos zu haben. Das heißt, wir haben jetzt viele verschiedene Themen. Einerseits den Grund, die Ursache, wieso das Ding am heutigen Tag um mehr als 20% gestiegen ist. Aber ich finde, der Schwerpunkt sollte hier bei Robinhood definitiv auf die Background-Story gepackt werden. Ich bin dazu da, um Leute zu informieren. Ich bin dazu da, um Neueinsteiger an der Börse förmlicherweise an die Hand zu nehmen und zeigen, was hier los ist, wo man aufpassen sollte und was man im Allgemeinen dafür beachten sollte. Gerade hier würde ich den Punkt, was dahinter steckt, hinter Robin Hood, ich nenne das jetzt immer falsch, sorry an der Stelle, und wie das da überhaupt alles aufgebaut ist, das ist viel, viel interessanter. Deswegen würde ich damit anfangen. Am Ende kommt natürlich auch der Grund, wieso es jetzt so gestiegen ist. Hier, außer bei den anderen Aktien kennt ihr es, aber hier kommt keine einzige Kaufempfehlung. Dazu denn aber auch noch später mehr. Ihr werdet im weiteren Verlauf des Videos definitiv erkennen, wieso das jetzt hier so der Grund ist. Als erstes wollen wir uns als erstes mal den allgemeinen Kursverlauf angucken und da habe ich bereits schon erwähnt, das Ding ist förmlicherweise extrem stark abgestürzt. Wir sehen jetzt diese Halbzeit, wir sind relativ gut. Letztes Jahr sind viele Leute neu an die Börse gekommen, unter anderem hat Trade Republic da auch extrem von profitiert. Robin Hood ist, wie gesagt, der amerikanische Trade Republic Broker, nicht von Trade Republic, sondern im eigenen Sinne. Es ist aber prinzipiell das gleiche Geschäftsmodell mit ein paar einzelnen Unterschieden dazwischen. Dazu gleich noch mehr. Wir sind jetzt hier in der Monatsperspektive. Das heißt, ein Balken entspricht einem Monat. Und nachdem wir das IPO haben, haben wir natürlich extrem stark davon profitiert, dass viele Leute neu an diese Börse gekommen sind. Unter anderem beim amerikanischen Raum natürlich auch viel neue Kunden konnten gewonnen werden. Dadurch natürlich auch selbst eigener Profit. Dann ging das Ganze aber etwas mehr nach hinten los. Aber wieso? Wieso ist das Ding denn so stark abgestürzt und was hat auch dafür gesorgt, dass wir denn hier in diesen fallenden Trend relativ stark, relativ schnell reingekommen sind? Es handelt sich witzigerweise unter anderem um die Ames Community, die das Ding teilweise extrem stark nach unten gedrückt hat. Aber um das zu verstehen, müssen wir uns das Geschäftsmodell hinter Robin Hood angucken. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch einmal richtig aussprechen werde. Hier ein kurzer Ausschnitt. Und das Durchlesen jedes einzelnen Satzes wahrscheinlich viel zu uninteressant wäre, will ich einfach nur die Überschriften durchlesen und dann meine eigene Situation sozusagen grob zusammenfassen, was ich darunter definieren würde. Ich werde jede einzelne Quelle unten in der Videobeschreibung verlinken, also kannst du das selbst nochmal alles nachlesen, sehr interessante Artikel. Hier erstmal die Überschrift. So funktioniert das Geschäftsmodell von Robinhood, dem Neo-Broker der Amis. So könnte man das Ganze schon mal hier formulieren. Diesen Satz will ich allerdings noch mitnehmen. Der Börsengang von Robinhood Markets hatte mehr als 2 Milliarden US-Dollar eingebracht, eine extrem hohe Summe, wie ich finde. Die Gründer des Trading-Anbieters oder des Trading-App-Anbieters sehen sich als Kämpfer für den freien Zugang zum Finanzmarkt, doch ihr Geschäftsmodell ist umstritten. Das heißt, wir halten dann fest, Robinhood will letztendlich uns Kleinanleger, uns Leute, die vielleicht noch ein bisschen Geld haben und dann in Aktien investieren wollen, den freien Zugang zum Finanzmarkt einfacher machen. Die wollen jetzt wirklich, wie Trade Republic es auch hatte, es so einfach wie möglich machen,
Jahre, dass wir als Kleinanleger direkt in Aktien investieren müssen, dass wir den Zugang dazu haben, weil wir in dem Fall natürlich relativ benachteiligt sind im Vergleich zu größeren Finanzdienstleistern, die natürlich da ihre besseren Ansprechpartner haben. Deswegen ist es erstmal gar nicht so schlecht. Das Prinzip ist gar nicht mal so schlecht, aber das Geschäftsmodell ist, wie gesagt, sehr umstritten. Wir gehen aber mal ein kleines bisschen weiter und gucken auf diese mächtigen Verbündeten. Was sagt uns das? Ja, ein Unternehmen hat immer einzelne Kooperationen. Ein Unternehmen ist meistens immer verbündet mit einzelnen Partnern. Hier gibt es teilweise schon einen umstrittenen Punkt. Und zwar gibt es hier das Gerücht, was heißt das Gerücht? Es ist bestätigt worden, dass hier Robinhood mit einem Hedgefonds zusammenarbeitet. Das wird noch interessanter. Ich lasse es erstmal so stehen. Wir kommen gleich weiter zu den weiteren Details, wie Robinhood populär wurde. Natürlich jetzt hier wird es auch nochmal kurz erwähnt. Die Sache mit GameStop hat das viel zu tun gehabt. Es wurde natürlich viel in die Entwicklung gesteckt. Menschen haben Jungbroker die Welt des Tradings geöffnet. Gerade da haben wir viel, viel Publikum. Viele Leute wollten den Kontakt mit Aktien haben. Ich gehöre auch dazu. Wahrscheinlich alle, die dieses Video auch gucken, gehören ebenfalls dazu. Man wollte Erfahrung im Bereich Aktien oder im Bereich Investment sammeln. Und Robinhood, unter anderem bei uns der Trade Republic, sorgt halt dafür, dass diese Verbindung da ist, dass man diesen Weg in den Finanzmarkt vereinfacht hier durchgehen kann. Die Sache mit GameStop. Ja, GameStop, wir als Apes sind gegen Hedgefonds. Wir wollen eine Gleichberechtigung an der Börse, deswegen führen wir seit Ewigkeiten hier unter anderem auch bei AMC Entertainment einen Kampf gegen Hedgefonds. Wir probieren das Shorten von AMC Entertainment entgegenzuwirken, indem wir Aktien kaufen. Das hat auch relativ gut funktioniert. Aktuell funktioniert es auch wieder sehr gut. Wir kommen richtig gut nach oben. Allein in den letzten paar Tagen sind wir mehr als 150% gestiegen. Eine unglaubliche Summe, aber gerade da müssen wir im Hinterkopf behalten, dass Robinhood ja mit einem Hedgefonds zusammenarbeitet. Und dazu jetzt noch ein kleines bisschen mehr. Und jetzt müsst ihr euch wirklich festhalten, viele Leute, die das noch nicht wissen, was da eigentlich los war, jetzt wird es extrem, wie soll ich sagen, gefährlich. Es wird extrem unschön und gerade da gucken wir uns einmal kurz diesen markierten Satz an. Citadel ist, wie bereits erwähnt, unser Hedgefonds. Bei Citadel haben wir hier noch, Citadel ist nicht ein Hedgefonds, sondern Citadel bereitet ein Hedgefonds. Darauf sollten wir achten. Wir sind als Apes sozusagen gegen Hedgefonds. Wir wollen eine Gerechtigkeit am allgemeinen Markt. Aber jetzt lesen wir diesen Satz einfach mal ganz langsam durch und probieren das so ein bisschen aufzuschlüsseln. Citadel soll für bis zu 40% der Umsätze von Robinhood verantwortlich sein. Soweit so gut, spricht ihr erstmal nichts dagegen. Trotzdem ein bisschen gefährlich, dass sie mit einem Hedgefonds zusammenarbeiten, wo wir als Apes ja eigentlich gegen Hedgefonds sind. Jetzt wird es wirklich krass. Zum Geschäftsmodell gehört, dass Robinhood die Nutzerorder an Handelsplätze und andere Broker weiterreicht, dafür eine Provision von bis zu 3 Euro pro Trade bekommt. Payment for Order Flow oder auch vereinfacht gesagt der Verkauf von Insider-Informationen. Wir loggen uns bei unserem Broker beispielsweise hier, wir nehmen die deutsche Version Trade Republic ein, aber wir müssen natürlich sehr, sehr viele Daten hinterlegen. Wir hinterlegen, wie unsere Steuer-ID ist, wir hinterlegen Name, Adresse, alle einzelnen Kleinigkeiten, sodass wir auch, wie gesagt, an diesem Broker teilnehmen können. Zudem wird es alles natürlich gelistet. Wann kaufen wir welche Aktie, wie viel Geld stecken wir da rein, mit was verkaufen wir das wieder, und gerade da ist das wirklich eine Situation, die relativ kritisch sein kann. Solange Trade Republic die Daten behält, ist ja alles gut. Aber was wird jetzt hier bei Robinhood gemacht? Hier wird wirklich diese einzelne Insider-Information, das heißt die Daten von uns, die Daten, wer kauft wann welche Aktie, wie viel werden aktuell gekauft, was ist im Hype, das können die dadurch alles nachvollziehen, werden einfach als Insider-Information von Citadel weiterverkauft. Und gerade diese Situation, dass diese einzelne Insider-Information weiterverkauft wird, dass Citadel mit unseren Daten einfach nur extrem viel Geld macht bei 3 Euro pro Trade. Also wenn wir eine Aktie kaufen, kriegen sie bis zu 3 Euro. Die reichen diese Information weiter und gut ist. Das ist wirklich, wie ich finde, extrem kritisch anzusehen. Das extrem Kritische, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, ist, dass wir, wenn Robinhood steigt, prinzipiell auch einen Hedgefonds fördern, weil der Hedgefonds Citadel arbeitet mit Robinhood zusammen. Also haben wir am heutigen Tag ein Plus hier von mehr als 20, aktuell sogar schon 25%, das läuft ziemlich gut. Unter anderem profitiert davon zu 40%, wenn wir dieser Wikipedia-Quelle trauen dürfen, zu 40% profitiert davon einfach schon mal der Hedgefonds. Und gerade da muss man ein bisschen aufpassen, wie man hier agiert, deswegen auch direkt schon einmal zusammengefasst, ich würde hier definitiv nicht in Robinhood investieren. Ich finde die ganze Angelegenheit zu korrupt. Wer hier investiert, der dürfte nicht in AMC Entertainment investieren. Soweit, so gut. Jetzt aber erstmal kurz zu dem Punkt, wieso das Ding am heutigen Tag denn so stark gestiegen ist.
So, wir kommen wieder zurück zum Unternehmen an sich. Robin Hood ist ein ganz normaler Broker, wenn man das jetzt mal ganz normal nennen will, dann darf man das erstmal so machen. Wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Aber jetzt hier die Sache, dass wir natürlich als Unternehmen auch regelmäßig News ausgeben müssen. Und ein Broker, hier bei uns wäre es jetzt Trade Republic, entwickelt sich auch immer weiter und weiter und weiter. Wir haben einzelne neue News, wir haben einzelne neue positive Sachen, die sich verändern, die natürlich uns als Kleinanleger, als Privatanleger positiv entgegenkommen. Und gerade hier, was haben wir jetzt hier aufgeschlagen, gab es die News, die natürlich jetzt sehr, sehr vielen Leuten hier extrem viele Freude gemacht hat. Die Handelszeiten werden von US-Tradern verlängert, also man kann hier länger handeln. Das erweitert natürlich den Horizont, in dem man als Trader hier sozusagen fällig werden kann. Man kann natürlich früher schon Aktien kaufen. Hier wird das noch ein ganz kleines bisschen hier erschlüsselt, soll zukunftsmäßig das Investing von 24/7 möglich sein. Das heißt, man kann prinzipiell, auch wenn man da mitten in der Nacht hat, prinzipiell handeln. Das funktioniert ganz einfach, indem man über andere Börsen geht. Das heißt, wir haben natürlich, irgendwo ist immer Tag einer auf den. Wenn wir jetzt hier gerade schon gegen Abend laufen, haben wir in Amerika gerade noch den Morgen, die sich ganz gemütlich hier gerade aufgestanden sind. Förmlicherweise hat auch gerade die Börse aufgemacht. Gerade da wäre es denn möglich, einfach zu switchen. Wir switchen die Börse und dann haben wir längere Handelszeiten. Das Ganze übernimmt der Broker. Wir bemerken da oder merken da überhaupt nichts von. Gerade da ist es ein sehr, sehr gutes Angebot, was man natürlich auch als Kunde von Robinhood definitiv befürworten kann. Gerade da sind längere Handelszeiten, bieten mehr Möglichkeiten. Man kann länger handeln, man kann natürlich auch neue Chancen mitmachen. So könnte man prinzipiell auch schon beigehen. Heute bei uns jetzt wäre es jetzt hier um 4, 5 Uhr, hätte man schon Aktien kaufen können, die dann direkt in den europäischen Opening Bell reingehen. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Aber diese Verfügung wird gerade bearbeitet, soll jetzt Robinhood auch hier zur Verfügung stellen. Nicht 24/7, sondern nur ein kleines bisschen erweitert den Anlagehorizont. Nun 7 Uhr in der Früh bis 20 Uhr Ortszeit entsprechend. Und gerade da soll hier sozusagen eine kleine Erweiterung folgen. Ich bin, wie gesagt, davon jetzt, oder meine Meinung ist, dass es an sich nicht schlecht ist, aber dass das Geschäftsmodell für mich ein kleines bisschen kritisch anzusehen ist. Ich fasse nochmal zusammen: Wer in Robinhood investiert, der dürfte prinzipiell laut dem Schema, was wir jetzt seit Ewigkeiten fortführen, keine AMC Entertainment Aktien haben. Oder andersrum, wer AMC Entertainment Aktien investiert, der dürfte hier laut diesen Unterstützungen, laut dieser moralischen Bedingung dahinter nicht in Robinhood investieren. Und nun würde mich abschließend mal interessieren, wie findet ihr die Situation? Seid ihr ebenfalls der Meinung, ja, es ist absolut kritisch anzusehen, das dürfte alles nicht so laufen mit der Kooperation, mit den Weiterreichen von einzelnen Insider-Daten? Und wenn man sich das mal so überlegt, wir kaufen jetzt hier irgendwo bei unserem Broker gewisse Aktien und diese Daten, die Käufe von Aktien, unsere Daten, prinzipiell wo wir wohnen, wie Adresse ist, wie Steuer-ID ist, welche Aktien wir wann kaufen, wie viel Geld wir darauf haben, werden einfach an anderen Brokern weitergereicht. Somit haben natürlich auch die Hedgefonds, beispielsweise Citadel, dadurch mehr Einfluss. Sie haben mehr Daten und wir wissen, wer mehr Daten hat, hat mehr Macht. Sie wissen, was die Kleinaktionäre, was wir als Apes aktuell kaufen, und wenn man das weiß, dann kann man natürlich auch dementsprechend selbst handeln. Ich finde, das hat mit einem ausgeglichenen Handelssystem überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist für mich teilweise schon sehr korrupt, weil wir natürlich diese Gerechtigkeit hinter diesem Finanzsystem nicht haben. Die Gerechtigkeit wollte eigentlich Robin Hood hier darstellen. Sie wollen einen gerechten Finanzdienstleister sein. Sie wollen einen gerechten Broker machen. Ich finde, damit machen sie das Ganze noch ein kleines bisschen schlimmer, weil sie damit einfach nur noch den Reichen die Möglichkeit geben, die Daten, unsere Daten zu nutzen, um dann dementsprechend zu handeln und den eigenen Profit einzufahren. Deswegen sehr, sehr kritisch anzusehen, aber gerne auch eure Meinung in die Kommentare schreiben, würde mich freuen. Soweit, so gut haben wir die Situation jetzt hier bei Robinhood erklärt. An der Stelle bleibt mir erstmal nicht so viel zu sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich noch bei Daily AMC. An der Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis gleich. Gerne abonnieren, habe ich gar nicht gesagt. Haut rein, macht's gut und Chivio.